Liebe Richterin, liebe Richter, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Plattengerichts. Ich bin's wieder, euer Plattenanwalt Simon. Heute zum Thema Plattensammlung verkaufen, Finanzamt am Sack. Hintergrund ist folgender. Wenn man mal überlegt, sich die Sammlung vielleicht nicht ganz aufzulösen, aber so langsam abzuschmelzen, Stück für Stück was zu verkaufen, kann man ja auf die Idee kommen, ich nehme jetzt mal alles, was ich verkaufen möchte, zu einem Secondhand-Händler, was natürlich immer eine gute Idee ist, auch gerade für den Secondhand-Händler, und stoße die da komplett einfach ab, die Sammlung oder den Teil der Sammlung. Bekommen dann aber, ich schätze mal, in etwa 20% oder 25% von dem, was ich ansonsten selber erzielen könnte, wenn ich jetzt einzeln die Platten verkaufe, auf den gängigen Online-Portalen zum Beispiel. Wie ergibt sich die Kalkulation? Ich habe die jetzt nicht mit irgendeinem Händler mal verifiziert. Hält sich natürlich jeder auch bedeckt. Meine Idee ist also folgende, wenn es der Händler, wenn ich das mal runterrechne, eine Platte verkauft, eine Secondhand-Platte, muss er davon 19% Umsatzsteuer abziehen, dann hat er in etwa ja, Steuer auf den Gewinn, lass es nochmal 25% sein, dann sind wir bei knapp der Hälfte des Verkaufspreises, dann hat er noch den Einkaufspreis der Platte. Und dann bleibt der Rest letztlich für ihn nach Steuer übrig. So komme ich auf irgendwas, sagen wir mal. Er will ja auch eine Marge haben, die muss ja auch noch reichen, also, um natürlich die Gemeinkosten abzudecken, die er hat, vielleicht im Laden und, und. Also damit noch nach all dem noch was übrig bleibt, ist das mal so meine Kalkulation. Ich glaube, mehr als 20% vom Verkaufspreis geht nicht an den Lieferanten sozusagen, an den hier also den Plattensammler, der seine Sammlung abstößt. Und deswegen finde ich es attraktiv. Und wenn man auch einfach die Zeit hat zu warten und Online-Verkäufe, muss ich ja keine Gebühren für bezahlen, dass die Ware da online steht. Ich kann die ja da lange stehen lassen einfach, bis sich jemand findet, der die haben möchte. Genau diese Platte. Wenn ich also die Zeit habe, meine Sammlung langsam, aber sicher zu verkleinern, und sie jetzt nicht in einem Stoß abgeben muss, weil ich zum Beispiel, keine Ahnung, ins Ausland ziehe, weil, ja, oder eben halt erben, ja, das ist sicherlich auch oft ein Fall, was auch immer, gesundheitliche Gründe, dass oft mal die Sammlung im Weg steht. Und ich habe die Zeit, kann einfach mal langsam mal aussortieren, verdünnen und auf Essentielles unterschmelzen, die Sammlung. Dann bietet sich das ja an, das online vielleicht mal selber zu versuchen. Ich finde auch zum Beispiel, dass gerade bei Discogs, es einem relativ leicht gemacht wird, als plötzlich ja auch Verbraucher und Sammler seine Platten zu verkaufen, weil einfach das System toll hinterlegt ist mit so vielen verschiedenen Veröffentlichungen, die es zum Album gibt. Und wenn man da sich jetzt also ein bisschen auskennt, dass man auch wichtig, das ist natürlich wichtig, das richtige Ausgabe trifft der Platte, die man verkaufen möchte. Und auch wichtig, auch sich im Grading gut auskennt, die Platte zutreffend schreibt und dann auch vielleicht sich ein bisschen auf das konzentriert, was online gut geht. Das heißt, Platten im schlechten Zustand, die sowieso Massenware sind, da würde ich online auch nicht mit anfangen. Aber es gibt dann manchmal auch welche, wo man sich denkt, so, oh Gott, das ist ja ganz schön gestiegen im Wert im Vergleich zu früher. Und ich brauche die nicht, ich höre die nicht und so. Und dann ist es vielleicht ein guter Zeitpunkt, die zu verkaufen, bevor vielleicht zum Beispiel eine Reissue kommt. Die kann ja häufig dann auch den Wert einer früheren Pressung durchaus beeinträchtigen, muss nicht, kann aber und kann ja immer mal sein, dass man sich so denkt, ach, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, da ein bisschen was loszuwerden. Und ich mache es jetzt mal selber, statt es dem Plattenladen zu überlassen. Dann kann man durchaus früher oder später ins Visier des Finanzamts kommen. Es gibt zum Beispiel eine Mitteilungspflicht der Online-Portale, an das Finanzamt, wenn jetzt ein Nutzer bestimmte Grenzen überschritten hat. Das ist nach dieser, das heißt DAC-7-Direktive, europaweit harmonisiert.
der Fall, wenn man wohl entweder 30 Umsätze getätigt hat in einem Kalenderjahr oder die Umsatzsumme 2000 Euro erreicht oder übertrifft. Ich weiß es nicht genau. Bitte sehen, das ist ja auch auf keinen Fall als Steuerberatung. Ja, Disclaimer. Also man kann ja was eine gewisse Größe, wenn man sie übersteigt. Und ich sage mal 2000 Euro, ja, das ist ja auch viel, aber durchaus ein paar Platten können das ja mal in der Summe schon schnell sein. Das heißt, dann fordert dieses Portal die Daten des Verkäufers an, wenn er seinen Sitz in der EU hat, und meldet das dann an das betreffende Finanzamt im Sitzland. Das würde dann wohl im nächsten Schritt Kontakt also zu diesem Verkäufer aufnehmen und schauen, ob denn an dieser Sammlungs- oder an den Verkäufen steuerlich etwas passieren hat, Meldungspflichten bestehen und vielleicht auch was zu zahlen ist. Und ja, das kann also schneller mal passieren, als man vielleicht denkt. Man muss das Ganze aus einmal, also Ertragssteuersicht sehen, mache ich da am Ende einen Gewinn mit. Umsatzsteuerlich sehen, bin ich umsatzsteuerlich verpflichtet, das zu melden und was abzuführen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da Pflichten bestehen, ist eben deutlich höher, als wenn jetzt einfach in einem einmal eine Sammlung zum Beispiel abgestoßen wird. Ja? Oder wenn ich jetzt ja, gelegentlich dann einfach größere Mengen an einen Händler gebe, wo ich ja vielleicht nicht mal meine Daten dann hinterlege. Ja? Also, ne? Also, dass man da überhaupt ins Visier der Finanzverwaltung kommt, ist deutlich unwahrscheinlicher, als wenn man da online agiert und Einzeltransaktionen macht. Was nicht heißt, dass man unter anderen Umständen auch erklärungspflichtig wäre, aber ob das dann nun, ich sag mal, nachverfolgt wird, weil man gar nicht ins Visier gerät, ist immer eine ganz andere Sache. Also, wir konzentrieren uns auf diese Situation. Online-Verkäufe laufend und bestimmte Größen werden langsam erreicht oder überschritten. Plötzlich also die Frage. Ertragssteuerlich, wie gesagt, mache ich am Ende einen Gewinn. Umsatzsteuerlich bin ich da meldepflichtig. Das sind jeweils ein bisschen verschiedene Prüfungsschwerpunkte. Worauf das hinausläuft am Ende, das ist dann immer auch eine Einzelfrage, ganz bestimmt. Was jetzt aber ich mal so als Idee mit hier teilen möchte, ist folgende. Also wer sich dieses Risiko zumindest erwähnt, dass da mal was kommen könnte oder dass man überhaupt mal vorhätte, die Sammlung entsprechend abzuschmelzen oder so, vielleicht prophylaktisch insofern mal darauf vorbereiten, dass man seine Einkaufsbelege zu den Platten, sofern man dann welche bekommt, das ist natürlich die Sache, aufbewahrt oder sich ansonsten das irgendwie notiert, festhält zumindest. Ja? Also wenn ich jetzt auf der Börse bin, klar, da gibt es ja nie Kassenbons, dass ich mir dann da zumindest mal notiere, festhalte, wo das war, weil wenn es um Ertragssteuern, also auf den Gewinn geht, dann kann ich vielleicht die Fahrtkosten ja erst nochmal als Kosten mit ansetzen, wenn es schon darum geht, ja, dass ich also genau weiß, dass ich dann weiß, wo war das und wie teuer war der Einkaufspreis, und Belege, Kassenbons natürlich von Neuwarenhändlern einfach aufbewahren. Da ist ja sogar vielleicht die Umsatzsteuer ausgewiesen, die ich im Falle der Umsatzsteuerpflicht abziehen könnte als Vorsteuer oder. Also leider, also wer mit dem Gedanken spielt, vielleicht kommt der Aufwand dann nicht drum herum, prophylaktisch ein bisschen eine Buchhaltung zu führen, eigene Aufzeichnung so ein bisschen darüber, was ich gerade erwähnt habe. Und wenn man es verkauft, ja, darüber selbstverständlich auch eine Aufzeichnung, wobei da ja die Online-Portale eh das alles aufzeichnen. Da kann man ja lang zurückverfolgen, zu welchem Preis man das verkauft hat. Ja, angenommen also, man kommt dann jetzt letztlich nicht drum rum, das zu melden. Man macht hat jetzt eine meldepflichtige Verkaufsaktion. Was bleibt denn dann übrig, ne, im Vergleich zu statt einfach jetzt alles dem Plattenhändler zu geben? Ja, also habe ich jetzt also dann auch die Umsatzsteuer wahrscheinlich abzuführen, 19%. Wenn mir aber ein Beleg vorliegt über den Einkaufspreis mit ebenfalls 19% Umsatzsteuer und
Angenommen, Einkauf, Verkaufspreis sind jetzt gleich, hebt sich das auf. Kann ich 19% abziehen, muss 19% zahlen, sind 0. Und muss dann vielleicht Steuer auf den Gewinn zahlen. Aber ob jetzt wirklich Gewinn anfällt, also das in der Summe jetzt über den Berechnungszeitraum, ein Kalenderjahr, das dann letztlich ja zur Grundlage ist für eine Einkommensteuererklärung. Ja, also ich glaube, ein Gewinn eher unwahrscheinlich. Also dann habe ich ja jetzt nochmal Gewerbesteuer, habe ich auch noch Freibeträge oder. Also, dass dann eine Steuer auf den Gewinn anfällt, vielleicht eher nicht. Also, aber, kommt ja auf den Einzelfall an, aber ich kann ja auch bestimmte Kosten, Bezugskosten ja abziehen. Oder. Also, wenn man darauf vorbereitet ist, denke ich, kommt man immer noch deutlich besser weg, jetzt finanziell, als wenn man es zu einem relativ geringen Preis in der Summe an den Händler gibt. Allerdings, klar, ich habe natürlich Zeitaufwand mit Einzelverkäufen und möglicherweise auch ein Hin und Her oder mal, was weiß ich, ein bisschen Beef, ne? Wer weiß. Jedenfalls, das mal so als Gedankengang wollte ich mal einfach so raushauen. Habt ihr da Erfahrungswerte? Wie seht ihr das? Wie würdet ihr denn da vorgehen? Oder sagt ihr mir egal, ich sammle, 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 bis die Sammlung krachte, bis die Regale krachen und merzt meine Sammlung mal nicht so ein bisschen aus. Das spielt auch alles für euch eh noch keine Rolle. Würdet ihr euch so, auf sowas vorbereiten, dass ihr dann auch mal denkt, ja Mensch, vielleicht doch eher die Belege ein bisschen besammeln und das Ganze ja so ein bisschen archivieren sozusagen. Ne? Schreibt es auch gerne in die Kommentare, was ihr meint. Ich wünsche euch alles Gute, Augen auf beim Plattenkauf und Plattenverkauf. Würde mich freuen, hier euch an dieser Stelle bald wiederzusehen. Danke fürs Einschalten. Euer Plattenanwalt Simon.